Herzlich willkommen nach dem 81-65 Sieg des Mitteldeutschen Basketballclubs. Herzlich willkommen, Vladi Bogevic, Head Coach der FTI Gießen 46ers. Herzlich willkommen, Björn Hamsen. Wir bedanken uns heute bei 2550 Zuschauern. Und wie es sich gehört, natürlich zuerst das Statement vom Gästecoach. Herzlichen Glückwunsch an Björn und MBC. Auch wenn es an dieser Stelle vielleicht nicht hingehört, ich möchte mich ganz herzlich bei den Ordnern und den netten Menschen in Weißenfels bedanken, die uns den Weg hierher nicht bei dem Schnittreiben erleichtert haben. Zum Spiel. Es war uns wichtig, heute Penetration zu stoppen, also Transition, das heißt ein Fallpunkt im Fast Break und Penetration vor allem von Jordan und Ross. In den Phasen, wo uns das geglückt ist, haben wir gut ausgesehen. Aber leider in der entscheidenden Phase, ich glaube nach der 62-59 und nach deiner Auszeit und 5 Punkten in Folge, haben wir vollkommen den Faden verloren und waren nicht in der Lage, uns in dieses Spiel zurückzukämpfen. Danke, Vladi. Ja, ich bin natürlich sehr glücklich über den Sieg. Es war für mich das erwartet schwere Spiel, weil ich denke, dass Gießen eigentlich ähnlich wie wir nach einem sehr guten Saisonauftakt mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und so ein bisschen durch ein Tal gegangen ist und auch schon in Trier gezeigt haben, dass sie, wenn die Mannschaft komplett ist, natürlich da auch das wieder zeigen können, was sie am Anfang gezeigt haben. Und sie waren heute, denke ich, sehr gut eingestellt, gut motiviert, haben genau versucht, die Dinge wegzunehmen, die wir die letzten Spiele gut gemacht haben. Es fiel uns deutlich schwerer heute gerade, einmal offensiv den Schnellangriff aufzuziehen, auch mal Rebounds aufzuziehen. Und es fiel uns deutlich schwerer heute, genau diese Penetration, wie uns Vladi gerade gesagt hat, zu bekommen. Ich glaube, da haben sie sich in kurzer Zeit, in dem wir am 26. schon gespielt, sehr gut darauf vorbereitet. Für mich war der entscheidende Punkt, und ich glaube, das hat uns auch am Ende den Sieg gebracht, dass wir über 40 Minuten lang Druck machen, weil wir einfach kein Spiel am 26. hatten, sondern trainieren konnten, keine zwei langen Auswärtsfahrten hatten wie Gießen. Und deswegen war das Ziel natürlich, dass Gießen irgendwann die Kräfte verlassen. Und ich glaube, das ist auch dann am Ende aufgegangen. Danke dir. Gibt es Fragen an die Coaches? Ich möchte gerne wissen, ob du nachher das Thema Rebound-Verhalten angesprochen hast. Natürlich. Wir haben aus der Not so ein bisschen eine Tugend gemacht und haben versucht, mit dieser kleinen Line-Up, die wir hier haben, mit Sascha und Guido, die ja beide einfach in der Position da hochgerutscht sind, ja. Und Sascha auf der 4 spielt, eigentlich ein Dreier ist und Guido auf der 5, der ein Vierer ist. Und am Anfang ist dieser Vorteil offensiv nicht aufgegangen. Vielleicht kurz, ja, aber in der ersten Halbzeit, dann, wenn man die Gesamt betrachtet, nicht. Und Gießen hat genau das gemacht, was man eigentlich dagegen machen muss, nämlich konsequent mit ihren physisch sehr starken Spielern da zum Offensivraum zu gehen. Aber uns war das vor dem Spiel klar. Wir haben das angesprochen, wir haben das gezeigt, wir haben gesagt, da ist unser Nachteil und wir brauchen nicht nur den Vierer und den Fünfer beim Rebounden gegen die beiden, sondern auch die kleinen Spieler müssen mit reinkommen. Und ich denke, das war in der zweiten Halbzeit durchaus. Also du hast es angesprochen, weil du mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden warst. Ja klar, das war ja, was uns sehr, sehr wehgetan hat. Also gerade diese Zweitchancen, die nicht vorkommen. Vor allem hat der 27 überhaupt zur zweiten Halbzeit. Das ist ein ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat Gießen keinen Offensivspieler mehr bekommen. Und das war, denke ich, letztendlich für uns der Schlüssel. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, einen guten Start ins neue Jahr. Eine gute Reinfahrt. Bis bald.